hoffe, es geht euch gut. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich diese Ephemera-Bücher mit euch machen. Ich benutze sie schon seit Jahren wirklich sehr gerne. Ich habe mir damals diese großen hier gemacht. Nicht wundern, sind nicht beschriftet. Ich habe gerade neu umsortiert, um euch das mal so zu zeigen, was ich da so reinpacke. Hier sind ja zum Beispiel ganz viele Bilder von Tim Holz drin, beziehungsweise von den ganzen Packs, die ich habe, damit alles schön übersichtlich ist. Ich kann ein bisschen wühlen, ich kann schauen, was ich benutzen möchte. Mir kommt das sehr entgegen. Das ist für mich die optimale Aufbewahrung. Hier sind auch andere Bilder drin, natürlich aus verschiedenen Marken. Ich benutze das sehr gerne, wenn ich journal zum Beispiel oder wenn ich scrapbooke. Da kann ich so mich inspirieren lassen, wenn ich da so ein bisschen durchblätter. Die Anleitung zu diesen Büchern, da habe ich mehrere von im Einsatz regelmäßig. Die verlinke ich euch mal in der Infobox. Die ist jetzt schon 2 Jahre alt fast. Ich glaube, das war mein 3. oder 4. Video, diese Anleitung. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass die Bücher halt ein bisschen unhandlich sind in dem Großformat und ich habe sie lieber etwas kleiner, dafür ein paar mehr Seiten drin. Und dieses Buch, das basteln wir heute zusammen. Die Ephemeras sind halt einfach super aufzubewahren oder Labels hier in dem Fall, das ist das Buch, wo ich meine ganzen Labels drin habe, die ich so ausgedruckt habe, teilweise aus Packs, teilweise ausgedruckt. Ja, es ist alles schön übersichtlich, man kann gut durchblättern und sich da was raussuchen. Das finde ich immer recht gut. Für mich ist es die optimale Aufbewahrung für solche schönen Teile, die nicht verknicken und verknüttern sollen. Ich habe schon ganz viel ausprobiert, Karteien, wo man durchblättert, Tütchen, was weiß ich alles, aber das funktionierte alles nicht gut und ich finde das viel inspirierender, das so zu benutzen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Am einfachsten ist es immer, wenn man schon ein Buch hat, was fertig ist. Also ich habe jetzt, hier ist das ein Ziervögelbuch, mehrere hiervon gehabt und damit, weil ich immer gerne alles schön einheitlich habe, ich habe die mal gebraucht gekauft und das für wenig Geld. Ich habe mir jetzt so ein Buch genommen. Ich zeige euch jetzt was vielleicht nicht für schwache Nerven ist. Bitte schreibt mir nicht in die Kommentare, oh Gott, das Buch ist jetzt kaputt gemacht worden. Der Inhalt wird ja noch verwendet und ja, das ist nun mal so im Journaling, dass man da Bücher für nimmt, die älter sind. So, ich trenne jetzt die Frontseite hier, wo das Cover dran ist, von dem Buchrücken. Das geht jetzt auf der Rückseite hier ein bisschen nicht so leicht, weil hier die Bindung noch mit drin ist. Ich zeige euch gleich, wenn ich das auseinandergenommen habe, was ich damit meine. Ich reiße das jetzt hier einfach mal raus. Ich lasse das Gitter hier hinten dran. Oder ich kann es auch rausreißen, aber dann wird nicht so viel beschädigt, wenn ich das erstmal dran lasse. Vorne, oben und unten. Nicht traurig sein, den Buchrücken gestalten wir gleich eh neu. Ich nehme jetzt mal eine kleine Schere zu Hilfe und schneide das einfach auf. So. Dann kann ich das fast in einem Stück rausschneiden. Ja, das ist sogar ganz schön glatt geworden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, nachdem das so rabiat war. So. Und das löse ich jetzt komplett raus. Und dann habe ich jetzt meinen Inhalt, den bewahre ich ja auch auf. Also die Buchseiten, ne, das bewahre ich auf. Das kann ich jetzt so in den Schrank stellen und dann weiterverarbeiten. Ich befreie mir das dann ein bisschen von dem anderen Zeugs, was da dran ist und benutze das später noch. Das wird alles verwertet, da geht nichts, ja, wird nichts weggeschmissen oder ähnliches. Also da muss keiner Sorge haben, dass das nicht in Ordnung ist. So, so konnte ich das jetzt schön rauslösen. Dann natürlich brauche ich diese erste Seite hier nicht. Die löse ich mir auch noch raus. Die kann ich aber auch schön benutzen. Das ist ein ganz tolles Papier. Ich finde das immer super, dass man das auch noch verwenden kann. So, und jetzt wird es ein bisschen brutal. Ich muss den Buchrücken, weil ich einen breiteren Buchrücken habe, auch noch hier rauslösen. Ich mache das erstmal so, dass ich das halbiere, weil ich beide Seiten gleich brauche. Schneide ich jetzt durch mit meiner Schere. Es muss nicht ultra genau sein, da kommt eh was drüber. So, und dann entferne ich hier die Pappe. Ich piddel das halt so ein bisschen auf. Das ist halt so eine schöne Leinen. Ich habe das, glaube ich, gerade gar nicht richtig gezeigt. Das ist so eine, wie so ein Buchlein. Und das finde ich sehr schön als Untergrund oder als definitiv als Seite, um das weiter zu verarbeiten. Deswegen fand ich das einfach klasse. So, ich löse das hier raus. Ja, ein bisschen Schicht darf drauf bleiben. Da kommt was anderes gleich drüber.
So, und das mache ich dann so gut es geht sauber, dass nicht zu viel dicke Pappe jetzt hier noch übrig ist. Das mache ich jetzt alles kurz mit euch. So, weil das ist auch gar nicht so viel Arbeit. So, ist es mir ein bisschen eingerissen, das macht nichts. Da kommt eh was drüber gleich. Moment. So, und dann habe ich mir schon mal zurechtgeschnitten. Das ist 25 cm mal 11 cm hoch. Mein Buch, ach so, habe ich euch gar nicht gesagt. Das ist 21,5 cm mal 15 cm gewesen. Ne? So, das habe ich mir zurechtgeschnitten. Das ist so eine Art, na, Buchbinderlein würde ich nicht sagen, aber das hat eine ähnliche Struktur. Das ist so bezogenes Papier. Das kann ich ganz normal wie Papier schneiden. Das gibt es auch zu kaufen. Das habe ich, glaube ich, vom Papieria. Ihr bekommt das bestimmt überall. Das ist ganz gut, so für solche Dinge zu verwenden. Ich guck mal eben nach. Ich habe noch ein ganz vollständiges von der Firma. Das hier ist so ein großer Bogen. So bekommt man das geliefert. Und ich guck mal auf die Rückseite. Das war jetzt hier von, ich mache ja keine Werbung, aber das in dem Fall benutze ich jetzt einfach Papers for You. Waren das? Vom Papers for You. Das hat so eine richtig schöne Leinenstruktur einfach und das lässt sich halt schneiden wie Papier. Und das hat halt wirklich den Vorteil, dass man das gut verarbeiten kann. So, das lege ich mir hier drunter schon mal zurecht, um das gleich auszutesten. Aber wir brauchen natürlich auch einen neuen Buchrücken. Und den habe ich mir aus einem Chipboard, was genauso, oder ein Cardstock einfach, ein dicker Cardstock. Ein Chipboard bedeutet, das ist einfach nur dicker Karton, wie eine Blockrückseite oder ähnliches oder noch dicker. So, und das hat eine ähnliche Dicke wie die Rückseite und also wie beziehungsweise wie das Cover. Und da habe ich mir 21,5 mal 5 cm zurechtgeschnitten. So, die werde ich jetzt erstmal hier dran arbeiten. Am einfachsten ist es, glaube ich, wenn ich das hier zwischenklebe. Ich klebe das jetzt eben auf. Ich werde dann später das Ausgeschnittene draußen aufkleben. Das zeige ich euch dann aber noch ganz genau. Ja, was verwende ich da am besten zum Kleben? Ich möchte das ja auch oft öffnen und schließen und viel benutzen. Dann benutze ich auch immer ganz gerne so Buchbinderleim. Das ist jetzt ein spezieller Color, ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine amerikanische oder englische Marke. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall könnt ihr jede Form von Leim, der halt flexibel austrocknet, nehmen. Also ein Leim, der nicht direkt hart wird und später einreißt und ähnliches. So, und da mache ich es mir ganz einfach. Ich schraube mir das auf. Der ist jetzt ein bisschen sehr dick. Man kann den auch noch ein bisschen mit Wasser verdünnen. Mache ich jetzt aber nicht und trage mir das halt hier auf das Leinen sozusagen, was diesen Einband umfasst hat. So, da klebe ich mir das jetzt schön sauber ein. Das geht ganz fix. Mache ich mit euch zusammen hier mal schnell. So, ich gucke, dass wirklich alles gut bedeckt ist damit. Dann sind wir ganz schnell dabei. Klebe mir das einfach hier ein. Leg das hier rein. Das ist schön, dass ich hier halt den Stoff noch übrig gelassen habe. Den Abstand lasse ich hier auch schön, damit ich da gleich auch wieder die Seiten gut falten kann. So, ich drücke das mal kurz fest. Gehe mal hier ordentlich drüber. Ich nehme mein Falzbein auch noch dazu, damit ich ja sehe, dass das gut anhaftet. So, Moment. Oha. Ja, jetzt mir doch ein bisschen was rausgeflutscht, macht aber nichts. So. Streiche ich schön fest. Streiche dann meine andere Seite ein. Wie gesagt, das wird ein längeres Video. Ihr könnt ja vorspulen, falls ihr das schon kennt, so eine Art von Recycling eines alten Buches, wo ihr die Buchseiten für benutzen werdet oder eine andere Idee habt, um euer Cover zu gestalten. Man kann natürlich auch normales Chipboard nehmen, das dann mit Stoff einschlagen oder ähnliches. Das funktioniert alles wunderbar. Ich mache mir jetzt mein Cover hier so halb neu, halb alt oder lasse das halb alt, weil ich das schön finde und diesen Leinenstoff halt ganz toll finde. Und das kann man halt super so gestalten damit.
streift den jetzt gut ab. Man muss den Pinsel wirklich gut ausspülen, damit der noch benutzbar bleibt. Wir brauchen gleich aber noch mehr von dem Klebstoff. Ich mache ihn vorsichtshalber kurz zu. Pack den Pinsel beiseite ins Wasser am besten. So, streiche hier drüber nochmal richtig. Hier hat sich nämlich ein bisschen was verhakelt. So. Später kommt da eh noch was drüber. Aber wichtig ist, dass das wirklich fest angestrichen ist. So, super. Ja, schön den Spalt hier zwischen. Schaut, dass ihr den Buchbinderleim auch von eurer Arbeitsmatte und so gut entfernt. Das Problem ist nämlich, dass der wirklich gut klebt. So, und jetzt nehmen wir unseren Cardstock, der mit Stoff bezogen ist. Legen den da drüber. Ihr könnt auch einen Stoff nehmen, den ihr mit entsprechendem Klebstoff anklebt. Das ist alles kein Thema. Wie gesagt, ich habe den ja etwas größer gelassen und streiche das jetzt mal einfach mit dem Buchbinderleim ein. Das noch mal dazu, dass es so flüssig ist jetzt. So, ich glaube, ich werde das jetzt hier bestreichen. Komplett. Schaut, dass ihr euch das nicht auf das, was ihr später noch sichtbar habt, auftragt. Ich nehme das Cover, glaube ich, mal kurz weg hier. Ist relativ fix trocken auch. Also zumindest angezogen, sage ich einfach mal. So, das muss vollflächig da drauf. Man könnte auch einen größeren Pinsel hier nehmen, weil das recht groß ist, aber so geht es jetzt auch. Machen wir das mal schnell so. Man hat auch noch genug Zeit, wirklich das vollflächig aufzutragen. So ist das nicht. Wenn ihr euch unsicher seid, ob euer Kleber schnell anzieht und man nicht hinterherkommt sozusagen, dann klebt das erst vorne auf. Ich zeige euch das gleich mal. Macht den Kleber sozusagen schrittweise drauf. Den Kleber habe ich jetzt schon ein paar Mal verarbeitet und weiß, dass das funktioniert und nicht so schnell anzieht. So, hier auch noch. So, und dann kleben wir im Notfall noch mal ein bisschen nach, falls das nicht genug in die Richtung quillt gleich. So, ich packe das mal kurz beiseite. So. Und ich habe hier, ich möchte absichtlich das so haben, dass das bis hierhin eingeschlagen wird. Jetzt muss man vorsichtig sein, dass man das nicht fallen lässt. Ich setze das ungefähr 2,5 cm hier vorne an. Ja, 2,5 bis 3 cm, damit ich es gleich habe. Seht ihr das? Ich habe das nämlich so groß zurechtgeschnitten, dass wenn das in der Mitte ist, dann müsst ihr vorsichtig sein. Ich gehe mal, versuche mal nicht mit dem Kopf unter die Kamera zu kommen. So. Habe ich das so zurechtgeschnitten, dass ich 2,5 cm ungefähr hier Überstand habe. Da lege ich das dann an. Ich gucke das auf meiner Schneidematte sozusagen an. Dass es oben und unten gleichmäßig überstehen. Leg das auf, streich das fest. So, und gehe dann mit dem Falzbein wirklich komplett da einmal drüber, dass das richtig schön gleichmäßig an sich da drauf verteilt. So. Ja, ein bisschen ungenau bin ich jetzt geworden, finde ich jetzt aber nicht so dramatisch. Und gehe vor allen Dingen in diese Rille auch nochmal ordentlich rein. Ja, seht ihr, ich bin hier ein bisschen, also nicht ganz 2,5 cm reingegangen. Macht aber nichts. Es bleibt jetzt so, das ist hinten, das ist vorne, das fällt nicht so auf. Ja, ich bin 3 cm reingegangen, habe nicht richtig geguckt. Wenn ich es jetzt abnehmen würde, seht ihr, dann sieht man den Kleber da drauf, das wäre nicht so schön, deswegen löse ich das lieber nicht und lasse es dann lieber so und akzeptiere, dass es ein bisschen schief geworden ist, so ist das Leben. So, drehe das jetzt auch noch um. Klappe es hier rüber. Genau, streiche auch schön hier einmal über die Kante. Dann so, einmal hier noch rein.
und lege noch mal ein bisschen mit dem Kleber nach. Ich hatte nicht bis zur äußersten Ecke den Klebstoff aufgetragen. So. Und dann wasche ich kurz meinen Pinsel gleich aus, während das ein bisschen antrocknet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay? Für unsere Buchseiten, während das Cover so ein bisschen anzieht, die wir uns schon vorbereiten können, nehme ich jetzt Aktendeckel. Ich habe jetzt hier welche von Falken, die gibt es von vielen anderen Marken. Das ist jetzt eine schöne grüne Farbe, deswegen benutze ich die. Da schneiden wir uns jetzt das zurecht. Ich möchte ja nicht den Aufdruck mit drauf haben. Und zwar soll das 28,5 cm breit werden. Und wir brauchen 21 cm. Ich schneide mir erstmal die 21 cm ab. So, von der Höhe soll das später. Die Buchseiten sollen so hoch sein. So. Und 28,5. Schneide ich mir auch zurecht. Und dann falte ich von jeder Seite bei 14, das bedeutet bei 14 und 14,5 im Endeffekt. Ich mache das immer so, dass ich gerne drehe. 14 und 14 von rechts und links oder 14 und 14,5, wenn ihr nur durchschiebt. So. Hol ich nochmal mein Falzbein. Darüber. Hier auch die zweite Falz nochmal nach. So, und das Ganze brauche ich viermal für mein Buch. Das habe ich mir natürlich schon vorbereitet, sonst wird das Video zu lang. So, die vier Seiten brauchen jetzt einen Rücken sozusagen. Auf diesem Rücken, den habe ich in vanillefarbenem Cardstock genommen. Wollweiß kann man auch sagen. Je nachdem, welche Marke ihr habt, heißt das anders. 21 cm mal 14,7 ist der breit. So, das packen wir jetzt erstmal beiseite, weil jetzt geht's an die Täschchen. Natürlich könnt ihr die Täschchen auch aus Papier machen. Ich habe jetzt einfach ganz normal diese Hüllen benutzt, die man überall im 100er Pack, 200er Pack bekommt. Die sind nämlich schön matt. Bei den großen Büchern, hier, die ich euch am Anfang gezeigt habe, habe ich glänzende Folien genommen. Das waren so Dokumentenhüllen. Das finde ich nicht so schön. Bei den Videos blendet mich das auch immer ein bisschen und ich fürchte, das hat auch so ein bisschen weniger Grip. Deswegen habe ich die diesmal verwendet. Ihr könnt natürlich auch Papier nehmen. Vor allen Dingen Vellum eignet sich da gut zu. Aber ich bin ein bisschen grobmotorisch, gerade wenn ich schnell was rausfummel und dabei reißt mir das Papier und dafür ist es mir einfach zu schade. Man gibt sich eine riesen Mühe, arbeitet das ein, vernäht das und dann ritsch ist das Papier kaputt. Klar kann man was drüber kleben, aber nö, ich habe mich jetzt dafür entschieden. So, da schneide ich jetzt ganz geschickt die Teile für zu und zwar 14 cm breit sind die. Ne? Also hier schneide ich einmal 14 cm ab. Das habe ich jetzt schon vorbereitet, weil es einfach viel Schneidarbeit ist und da muss man auch genau arbeiten. Und wenn ich mit meinem Kopf hier drunter gehe, dann verrutscht mir das so leicht. So, ich habe immer hier unten diese Kante genommen. Warum, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme nämlich für die den unteren Teil das so, das verrutscht schwerer beim Nähen und klemme mir das fest. Also hier das noch geschlossen und der untere Teil ist auch geschlossen und dann klemme ich mir das fest. Die sind jetzt 1, 2, 3, was ich weiß gar nicht mehr, was ich genommen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 1,5 cm hoch. Ja, 5,5 cm hoch, die unteren Taschen. Und die ganzen oberen Taschen sind 4 cm hoch ungefähr. So, die hänge ich mir dann auch ein. Ich habe hier diese Kante weiter verarbeitet, also immer so 14 cm hier abgeschnitten und dann das in Stücke unterteilt. So, das habe ich mir schon vorbereitet hier. Brauche ich drei Stück oben drüber. Die hänge ich mir einfach hier drüber. Schau, dass die Abstände ungefähr gleich sind. Dass hier auch ein bisschen Platz zwischen ist. Sonst kann man da so schlecht reingreifen, habe ich bei meinen anderen Büchern festgestellt. Und deswegen lasse ich da diesmal einen Platz, damit man nicht
hängen bleibt ständig. So ein bisschen mehr als 5 mm, fast 1 cm. Ich schiebe mir das immer so, dass es hinhaut. So, das mache ich jetzt hier von dieser Seite. Und dann von der anderen Seite auch nochmal. Hänge mir das ein. Schiebe mir das drüber. Nehme mir eine Klammer. Die sind eigentlich aus dem Nähbereich. Ihr könnt auch eine Büroklammer nehmen, wenn ihr das nicht da habt. Ich lege das mal beiseite. Und dann hier oben drei Fächer. Hänge ich drüber. So. Verteile das gleichmäßig und klemm fest. Eins, zwei, drei. So, jetzt ist das hier auf der Seite festgeklemmt. Ich kann auch noch mal gucken, dass die beiden gleich hoch sind, die sich gegenüber liegen. Ich kann das noch so ein bisschen verschieben. So, wir nähen da gleich nämlich mit der Nähmaschine drüber. Und fragt bitte nicht nach. Ich habe es wirklich probiert, auch das zu verkleben. Es funktioniert bei mir zumindest mit meinen Klebstoffen und so, die ich habe, nicht gut. Ich kann leider keine Alternative. Das wurde bei meinem ersten Video zu den großen Aufbewahrungen immer angefragt. Ich kann keine Alternative liefern. Dieses Tutorial ist wirklich mit einer Nähmaschine. Und wie es anders klappt, das müsst ihr probieren. Kann ich euch leider nicht so wirklich weiterhelfen. Ich habe keine gute Alternative außer Nähen bis jetzt gefunden. So, ich hole mal die Nähmaschine. So, es ist wirklich ein bisschen fummelig, gar keine Frage. Entschuldigung, dass es ein bisschen Schatten wirft. Ich habe kein Profi-Equipment hier. Ihr müsst halt wirklich darauf achten, wenn ihr das einlegt. Ich mache einen großen Zickzackstich. Wenn man das einlegt, dass man achtet, dass wenn man das durchführt, unter dem Füßchen diese Seiten nicht wegklappen. Das ist ein bisschen tricky. Man muss ein bisschen üben, aber letztendlich hat das bei mir bei sehr vielen Seiten sehr gut funktioniert. Wenn mal was daneben geht, gut, ein bisschen Ausschuss hat man dann mal. Ich habe keinen Trick gefunden, wie es besser. Man könnte das vielleicht hier auch noch fixieren. Vielleicht ein Klopf, also ein Tropfen Tombow oder so darunter, dass es erstmal anklebt oder so. Klar, ich habe es jetzt nicht gewählt oder Klebeband. Ich mache es einfach so freihand, weil das so verschwenderisch ist. Sonst finde ich, also so klappt es ganz gut. So. Und dann löse ich meine ersten zwei Halterungen, halte mit der Hand unten drunter das ein bisschen fest und nähe dann, seht ihr, das verschiebt sich ein bisschen, ich gucke, dass ich das schön steuere, erstmal außen lang. So, ich muss mal hier ein bisschen freiräumen, ist doch ein bisschen anders vor der Kamera zu nähen, aber diesmal wollte ich euch da mitnehmen. So, und guck, dass sich da nichts wegklappt von der anderen Seite. So. Da braucht man ein bisschen Übung für. So, dann drehe ich das hier unten. Das Füßchen runter. Und nähe dann direkt auf die andere Seite mit rüber. Dreh dann wieder hier unten drunter. Es tut mir leid, dass man das Füßchen jetzt nicht so genau sehen kann. Das bekomme ich einfach von der Kameraeinstellung nicht hin. Nähe dann hier hoch. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schief. Macht aber nichts. Das rücke ich mir noch mal hier ein bisschen zurecht. Das ist mir zu weit jetzt hochgerutscht. So, wie gesagt, man kann ja jederzeit aufhören und ein bisschen nachregulieren. Ne? So, das lege ich mir noch mal so richtig hin. So. Ja, es ist fummelig, aber es funktioniert. So. Ich vernähe jetzt oben den Faden auch nicht doppelt. Das mache ich ungern bei Papier. Schnapp mir jetzt ein Scherchen, lass Faden übrig. Und ja, man verschwendet in Anführungsstrichen da eine Menge Faden. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das funktioniert mit dem Binden bzw. mit dem Festhalten. Ich ziehe hier. Nimm mir die hässlichere Seite in Anführungsstrichen, ziehe mir den Faden ein bisschen nach oben, ja, ziehe dann das durchs Loch. Von unten nach oben habe ich den Faden sozusagen geholt. Mach mir einen Knoten, nimm mir den Faden, dass der sich hier unten auch wirklich zusammenknotet. Das ist ein bisschen Übungssache.
und schneide mir das ab. So ist der Knoten wesentlich sicher, als wenn ich den wie einen Schnürsenkel sozusagen verknote. Ja? Ich zeige euch das nochmal, falls das gerade untergegangen ist. Und so verknote ich gleich alles. Ne? So, ich zeige euch gleich, wie man weiter vernäht. So, ich ziehe das hoch, hole mir durch die Lasche hier diesen Faden von unten nach oben. Ich glaube, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Mache eine Schlaufe, ziehe mir beide Fäden durch diese Schlaufe durch, also mit beiden Fäden die Schlaufe gemacht, mit beiden Fäden durchgezogen bis an den Rand. Die Nadel halte ich, damit ich den Knoten ganz nah am Papier machen kann. Dann schnippel ich das einfach mit ein bisschen Abstand ab. So, sieht recht ordentlich aus, das was so ein bisschen absteht. Ich mag das, finde ich nicht schlimm. So, jetzt müssen wir unsere Täschchen unten schließen. Ich schiebe mir das mal noch ein bisschen hier zurecht. Ich hoffe, ich bin noch gut in der Kamera. So, machen wir mal richtig. So, und möchte jetzt meine Täschchen schließen. Entschuldigung, dass man den Nähfuß, wie gesagt, nicht sehen kann. Leg das so an unter den Fuß, dass ich das komplett unten erwische. Nähe dann einmal die Strecke von vorne bis hinten durch. Man kann es auch anders zuerst machen. Ich mache das natürlich jetzt überall. Ich zeige euch mal gerade die Alternative. Man kann auch zuerst, das wird meistens ein bisschen gleichmäßiger, die Innenseiten nehmen, von oben nach unten nähen. Das überlasse ich euch, wie ihr am besten das fixieren könnt und festhalten könnt. Einmal so, dann gehe ich hier rüber. Dann drehe ich nochmal, dann gehe ich hoch und dann sind die Seiten schon, also diese Streifen schon fest. Das ist vielleicht einfacher für den einen oder anderen. Das könnt ihr auch erst machen. Wie gesagt, testet euch ein bisschen aus. Da tickt jeder, glaube ich, auch so ein bisschen anders. So. Und ja, ein bisschen Fadenverschwendung ist dabei, sonst rutscht euch der Faden rein, wenn ihr den zu knapp abschneidet. So, und dann nähe ich jetzt die Seite. Wie gesagt, testet es selber aus. Wenn ich festgestellt, seht ihr, bin ich ein bisschen verrutscht, ein bisschen weiter zu unten, zu weit unten rangekommen, macht aber nichts. Also wer das wirklich haargenau haben möchte, ich glaube, der wird da enttäuscht. Bitte, das ist nichts für Pedanten und ich bin das manchmal, deswegen sage ich es direkt. Das soll keine Beleidigung sein, ich tick da auch manchmal so. Ich möchte es möglichst genau haben, aber das funktioniert nicht. Man rutscht zu sehr auf der Folie hin und her, es ist ein bisschen hoch, ein bisschen tief, man rutscht ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Kein Problem, ich finde es nicht so wild. So, jetzt zeige ich euch noch, ich knote das mal eben schnell, genau nach dem Muster, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Stell mal die Nähmaschine kurz beiseite und da muss ich euch jetzt beim Knoten nicht nochmal mitnehmen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich hole euch jetzt wieder dazu. Ich habe das jetzt mir die ganzen Knoten hier auf einer Seite mir verknotet. Ich nehme eine große Schere und schneide jetzt ganz nah am Rand lang, also direkt am Rand, um diese Überschüsse noch zu entfernen. Das mache ich auch am Rand, deswegen aufpassen, dass da nicht geknotet wurde. Ohne natürlich die Pappe mitzuschneiden. Gelingt meistens ganz gut. So. Man kann das auch so lassen, aber dann sind die Seiten nicht so schön greifbar. Die sind da so ein bisschen flutschig. Wie gesagt, man darf kein Perfektionist sein. Ich habe hier gerade auch noch ein bisschen nachgearbeitet, bin hier noch mal drüber, weil das mir ein bisschen rausgerutscht ist. Es soll so vintagey aussehen, falls das ein Wort ist. Ja, ich glaube, das ist ganz hübsch geworden. Mir reicht das so. Ich finde das so sogar schön, so ein bisschen shabby. Okay, das Ganze machen wir jetzt viermal. Ich habe jetzt vier fertig genäht. Die sind
jetzt liegen schon mal parat. Ich werde jetzt die Seiten nochmal hier vernähen bzw. einkleben. Das kommt dann in unser Cover rein. Und hierfür muss ich noch ein bisschen was markieren. Ich nehme ungefähr die Mitte, das ist nicht so wichtig, also beziehungsweise von der Mitte aus gehe ich. Zwei Seiten kommen auf die Seite, zwei Seiten kommen auf die Seite von dem Grün. Und ich fange dann ungefähr hier bei 5 cm, 6 cm, 1, 2, 3, 4, 5 cm an zu markieren. Und zwar immer oben einmal, unten einmal. Dann nehme ich einen halben Zentimeter Platz, damit ich diese halbe Zentimeter Bindung hier einkleben kann. Und danach noch einen halben Zentimeter Platz ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. 1, 2, 3 einmal Seite, 2 Seiten, 3 Seiten, 4 Seiten habe ich dann eingeklebt. So, mache da hier meine oben und einmal unten eine Markierung, dann kann man das ganz gut anlegen. So, einmal oben, einmal unten oder mittig. So, zack. Dann einmal hier und einmal hier. Ich gehe absichtlich ein bisschen weiter rüber, weil ich glaube, das kommt da ein bisschen besser hin. Einmal hier und einmal hier. Das kann man später wegradieren. Es geht, muss auch nicht ganz hundertprozentig genau sein. Ich will nur so einen Anhaltspunkt haben, wie ich was einklebe. So, dann nehme ich meinen Kleber. Trage das relativ präzise auf, aber wir festigen das gleich eh noch durchs Vernähen. Es ist nur wichtig, dass uns die Seiten beim Vernähen jetzt nicht verrutschen. So, und klebe das dann hier ein. Ich setze es hier an, gut, dass ich oben und unten gerade bin. Das erkenne ich immer, wenn das hier schön das Vanillefarbene nicht zu erkennen ist. Ich streiche das einmal hier fest, einmal hier und einmal außen. Überschüssiges nehme ich ab. So, dann die nächste Seite. Hier. Das wollen wir ja nicht. So. Achtet bitte darauf, dass ihr die Seiten richtig rum einklebt. Das ist, hört sich doof an, aber im Eifer des Gefechts passiert das tatsächlich sonst mal, dass man da sich mit den Seiten vertut. Mit oben und unten. So, einmal so, einmal so und einmal unten. So. Festdrücken. Und ich hole die Nähmaschine jetzt noch mal dazu. So, der Seite, damit wir Platz haben. Und dann nähe ich einfach, klappe ich auf und nähe hier immer in der Mitte über den Rücken, damit das auch schön fest drin sitzt. Einmal. Zack. Klappe ich um. Letztes Mal. So, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Macht aber nichts, ist noch innerhalb der Falz. Ja. Okay, ja, sieht man hier ein bisschen, aber es funktioniert. So. Dann habe ich das so hier drin. Ich verknote jetzt nach bekannter Technik, sage ich einfach mal, hier auf der Rückseite meinen Faden. Ich zeige euch das noch einmal und den Rest mache ich dann schnell ohne euch. Das ist das Zeitaufwendigste eigentlich, dieses Fäden verknoten, dieses Sichern. Wie gesagt, man kann es auch rauf und runter nähen mit dem Rückwärtsgang dann kurz,
Aber meine Erfahrung damit ist, das sieht einfach nicht so schön aus. Ich finde das nicht so gut. Dann mache ich das lieber so. Schneide es ab. Wie gesagt, ich mache mir die ersten mit euch. Ziehe den Faden hoch. Knote das. Zieh es durch. Entschuldigung. Ich muss nur straff ziehen hier. So. Geh dann in diese Lasche mit der Nadel, damit sich das nah ans Papier ranzieht und schneid das ab. So, das mache ich jetzt ohne euch fertig. Sieht das Ganze jetzt hier aus. Vernäht und verknotet. Ich nehme jetzt wieder meinen Buchbinderleim und trage den gleich hier auf mit einem Pinselchen. Eine Sache kann man jetzt, wir machen das erstmal fertig, dann zeige ich euch noch, was ich mit dem Front vorhabe. Wir nehmen jetzt erstmal hier dick den Buchbinderleim, tragen den gleichmäßig auf. Dass überall wirklich was ist, also besonders hier oben ist das sehr, sehr wichtig, dass das gleich sich flach anlegt. Fixer hier. Wie gesagt, ihr könnt das hier auch aufs Cover auftragen. Ein bisschen werde ich da auch gleich drauf machen. Wie gesagt, ich mache erstmal die Mitte jetzt kurz fertig, dass sich das gut anlegt. Auch ein bisschen was hier. Schmier das schon mal in die Mitte, weil ich gleich das hier verkleben möchte, auch mit dem Falzbein auch ein bisschen nachgehen möchte. Der Stoff saugt halt auch ein bisschen, deswegen mache ich hier schon eine leichte Vorbereitung. Und jetzt muss ich wieder schauen, das geht unter der Kamera halt schlecht, deswegen bin ich hier leider draußen beim Cover auch ein bisschen verrutscht mit dem grünen Stoff. Ich lege das so an, dass ich rechts und links 0,5 cm auch noch Platz habe. Oben und unten auch. Ich ziehe mir das mal kurz runter. Seht ihr das? Hier muss ich noch einen halben Zentimeter Platz haben. Und auf der anderen Seite auch. Das sehe ich am besten immer, wenn ich das Falzbein benutze. Und das nochmal so richtig anlege. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen schief geklebt. Ich ärgere mich jetzt natürlich wieder mal ein bisschen, dass das so schief ist, aber es funktioniert noch. So, gehe in die Kerbe. Ziehe mit dem Falzbein wirklich jede Seite einmal nach hier. Zwischen jeder Seite, ich blätter einmal um. Dann drücke ich es an, sodass sich der Leim so richtig schön anlegt. Hier habe ich ein bisschen zu viel Platz gelassen beim Ankleben. Ist jetzt nicht so schlimm, aber dann haben wir halt ein bisschen weniger Platz hier aus. Ich möchte, dass das hinterher gerade sitzt. Ja doch, das ist aber ganz gut. Ich zupfe noch mal ein bisschen hier. Ja, das geht. So. Und wir kleben jetzt noch hier die den Rest fest. Und ordentlich viel von dem Buchbinderleim, dass sich da später auch einfach nichts mehr löst. Wie gesagt, ärgert mich ein bisschen, ist schon wieder ein bisschen schief geworden. Schaut bitte, wenn ihr das zu Hause macht, genau hin, dass da euch nichts verruckelt. Ihr habt es da ein bisschen einfacher. Den Rest hier jetzt noch an. Gut. Und mache dann meinen Pinsel sauber. Und hole ich gleich nochmal dazu, wenn ich den Pinsel gereinigt habe. Jetzt noch gemeinsam machen, ist auf jeden Fall hier vorne ein Schild anzubringen. Ich habe jetzt so Metall-Embellishments mal in einem schönen Farbton bestellt.
Ich glaube, das passt ganz gut. Ich gucke noch mal kurz auf meine Maße. Das Buch dazu geholt, was ich schon fertig habe. Ich gehe 6,5 cm nach unten und 4,5 cm zur Seite. 6,5 cm nach unten. Moment, es blendet ein bisschen. Mach mal hier ein kleines Pünktchen. Und 4,5 cm zur Seite. Ja, ungefähr kommt das hin, wenn ich das hier mache. Oh, ziemlich genau getroffen. Das lassen wir auch so. So, und der Abstand zwischen den beiden Löchern ist 5,5 in meinem Fall. Ihr müsst das natürlich an eure Schildchen oder an eure Metallteile, die ihr habt, anpassen. Das ist ganz klar. So. Und ich mache das jetzt. Vorsicht, bitte nehmt das Werkzeug, mit dem ihr am besten zurechtkommt. Ich habe hier jetzt so ein ganz stabiles Poki-Tool, das ist so ein bisschen gekrümmt. Da steche ich jetzt einmal hier durch. Guck auch nochmal, ob es passt. Nicht, dass ich mich vertan habe. Vergleiche das nochmal. Ja, seht ihr, da bin ich nämlich doch ein bisschen verrutscht. Ich mache das nochmal hier so ein bisschen stärker, dass ich das gut sehen kann. So. Okay, dann nochmal hier durch. Dann habe ich kleine Musterbeutelklemmen, die dazu passen. Zwei Stück. Die stecke ich mir da durch. Kann ich auf der anderen Seite nämlich aufbiegen. Die Innenseiten werden wir noch verschönern. Moment, ich stecke die erstmal beide durch. So, drehen wir das Ganze um. Biege mir die auf. Fließt ohne die Finger mir zu pieken. Wenn man gerne so eine doofe Schere führt, drückt das mal so ein bisschen an, nimmt da irgendwas, also Falzbein geht mir zu leicht kaputt, deswegen nehme ich das nicht so gerne. Aber ich gucke, dass das möglichst glatt anliegt dann, rubbel da drüber. So, fertig. Dann nehme ich mir noch ein kleines Stückchen von dem vanillefarbenen, ja, von dem vanillefarbenen Papier. Pack das da rein. Ups, fällt schon vom Nähen noch. So, das müsst ihr auch an euer Schild anpassen. Ich glaube, bei mir hat das jetzt einen Zentimeter Höhe gehabt. Ja, und dann haben wir die Seite, das Cover schon fast fertig. Brauchen natürlich noch Ecken. Ich habe Buchecken mir besorgt. Sind jetzt auch in dem gleichen Farbton wie das Schildchen ungefähr. So, die mache ich zum Schluss aber drauf. Die machen wir zum Schluss drauf. Ich möchte die Innenseiten jetzt natürlich noch verschönern. Dafür habe ich mir schon mal Cardstock zurechtgeschnitten, Designerpapier, wie man es auch nennen mag. Das ist jetzt schön mit Pflanzen zu dem Thema. Das passt ganz gut. Das möchte ich hier draufsetzen. Das hat 14 cm Breite, das Papier, und 21 cm Höhe. Bevor ich das aufklebe, dachte ich mir aber, erstens möchte ich ein bisschen noch die Seiten inken. Dafür habe ich mir mein Distress Oxid Forest Moss rausgesucht. Das machen wir jetzt als allererstes. Und es wäre doch ganz cool, dachte ich, wenn hier noch Taschen auf die Innenseiten kommen ins Cover, dass ich da größere Teile vielleicht noch reinpacken kann. So, das machen wir jetzt mal eben. Und zwar habe ich mir gedacht, oben wäre es doch ganz schön, wenn man eine etwas kleinere Tasche hat. So, ne? 9 cm mal 14 cm habe ich das zurechtgeschnitten. 9 cm mal 14 cm und einmal 10 cm mal 14 cm für die untere Tasche. So. Und dann nähe ich jetzt einfach nur einmal hier so rum. Ich nehme euch einfach mit. Das jetzt festgeklemmt, noch ein bisschen oben einen kleinen Abstand gelassen, in der Mitte einen kleinen Abstand gelassen, und das nähe ich jetzt einfach nur fest, auch wieder Zickzackstich.
größere Schere habe ich hier liegen. So. Dann einmal die Tasche unten noch schließen und diese Tasche unten habe ich ja schon unten geschlossen, weil ich hier einmal rumgegangen bin. So, mit dem anderen mache ich jetzt genau das gleiche. Ich verknote das jetzt auf der Rückseite und das andere mache ich auch eben schnell fertig. So, ich bin jetzt fertig, habe das oben und unten vernäht. Nehme jetzt meinen Klebstoff, meinen normalen Art Glitter Glue habe ich jetzt hier genommen. Das ist nicht so wichtig, dass der flexibel bleibt. Buchbinderleim muss ich da nicht unbedingt für nehmen noch. Trage das wirklich gleichmäßig und so auf, dass das bis zu den Kanten reicht, damit das später nicht abblättert. Also es soll schon ordentlich klebbar drauf sein, weil ich ja auch Sachen da reinpacken möchte. Nehmt also kein ganz so dünnes Papier bitte dafür. Sonst ärgert ihr euch hinterher, wenn was einreißt. Je nach Geschmack. So, und schaut, dass ich das hier drüber setze. Damit verdecke ich dann die Übergänge zwischen dem Papier. So, wichtig ist wirklich, das nochmal schön mit dem Falzbein zu bearbeiten, damit das gleichmäßig noch ein bisschen nach außen schieben, gleichmäßig wird. So. So. Zack, zack. Ja, passt. So, und hinten machen wir das jetzt auch noch so gut wie fertig. Meine Ecken habe ich hier. Dafür nehme ich mir mal kurz eine kleine Zange. Diese Zange ist ganz gut geeignet. Das kann ich so ein bisschen aufbiegen, so ganz leicht. Und dann packe ich mir hier die Ecken drauf. Die gehen jetzt nicht ganz übers Papier. Finde ich aber gar nicht so wild. Die stecke ich halt hier drüber, dass außen gut sitzt und innen. Und kneife sie dann fest. Man kann auch noch ein bisschen Kleber drunter machen, damit es wirklich besser, noch besser hält. Ich halte das jetzt hier für nicht notwendig. Kann sich auch Moosgummi oder so darunter legen, damit das nicht so einblutscht. Oh, ich mag das so ein bisschen vintage. Ja, das mache ich jetzt an allen vier Ecken noch. Alles fest jetzt hier. Ihr seht, das sieht ganz nett aus. Ich nehme mir jetzt noch mal meinen Kleber und habe hier ein schönes Stanzteil mir aus Kraftkarton ausgestanzt. Das war jetzt hier aus dem Set. Moment. Das sind jetzt, ich weiß nicht, ich glaube von Tim Holz, ich bin mir nicht gesichert, doch Tim Holz. Ne? Das ist diese Pflanze. Für die anderen habe ich andere genommen. Die zeige ich euch gleich auch nochmal, die ich schon fertig habe. Und gehe dann jetzt mit dem Kleber einmal hier drüber. Guck, dass ich auch alles schön, alle Details mit Klebstoff versorgt habe. Das soll ja nicht nach einer Zeit sich abpiddeln und abhellen. Das wäre nicht so hübsch. So. Besonders außen hier. Diese ganzen filigranen kleinen Teile mitbekommen. Versuche aber auch nicht so viel außen rum zu kleckern, damit das gleich sich nicht rauspresst. So. Und versuche das dann hier so auf diesen Übergang zu setzen. Drück es gut an. Ja. Ja, und fertig sind wir. Ja. Ich lasse das jetzt ein bisschen trocknen. Ich glaube, durchblättern durch das Buch müssen wir jetzt nicht unbedingt mehr. Wichtig ist, ich klemme das gleich auch nochmal mit einer Zwinge hier fest. Entschuldigung, ich habe Klebstoff an der Hand. Dass das noch ein bisschen austrocknet im gezwungenen Zustand. Ich zeige euch jetzt mal die Bücher, die ich schon fertig habe und was ich da so drin habe. Jetzt habe ich hier andere Pflanzen für genommen. Das ist jetzt auch für meine ganzen Schmetterlinge und Pilze und was ich nicht alles habe von den verschiedensten Marken und Nicht-Marken. Von Action ist was dabei, von Tim Holz ist was dabei. Ich packe das mir gerne so zurecht, dass ich da durchgucken kann.
Ihr seht, das ist relativ voll, wenn man dickere Sachen nimmt. Man sollte vielleicht doch einen Verschluss machen. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen, weil ich mir da noch nicht ganz sicher war, was ich verwenden möchte. Man kann sehr schön Bänder nehmen, man kann sehr schön auch Kordeln einfach drumlegen. Man kann mit der Crocodile hier ein Loch reinmachen oder ein Eyelet setzen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ich habe hier zum Beispiel solche Teile, damit kann man ein Band, kann man festdrücken mit der Crocodile und hat dann hinterher ein Band dazwischen. Das kann man dazwischen klemmen, vorne und hinten. Ich mache es jetzt erstmal nicht. Ich finde es jetzt gerade für mich persönlich nicht notwendig. Ich denke, das überlege ich mir vielleicht nochmal. Aber damit ihr so kleine Ideen habt oder eine Spitze, eine Bordüre. Wie gesagt, ich verlinke euch auch nochmal das Video zu meinen alten Büchern, zu den DIN A4 Büchern. Da habe ich, wie gesagt, das ist ein Video, das habe ich vor circa 2 Jahren gedreht. Da habe ich hier jetzt so Spitze genommen. Um das zu verknoten an der Seite, kann man eine schöne Schleife machen. Das ist ganz euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. Ich habe, wie gesagt, ein paar mehr Bücher mir davon gemacht. Es ist eine Heidenarbeit, gar keine Frage. Aber als ich die fertig habe, habe ich festgestellt, dass ich das wirklich eine ganz tolle Sache finde. Beziehungsweise vorher die A4-Bücher mochte ich auch schon sehr. Ich bin der Meinung, dass das ein großer Zugewinn ist, gerade beim Journaling, dass man da wirklich aussucht und wirklich sich Zeit nimmt und da durchblättert. Ich mache das unwahrscheinlich gerne. Schaut, dass euch das nicht aus der Hand fällt. Mir ist das erste beim Müllfüllen runtergefallen. Das war ein ganz schöner Staatsakt, das wieder so richtig einzusortieren. Jetzt bin ich hier ein bisschen leider im Video verrutscht, aber es macht mir nichts. Also, es sieht trotzdem schön aus, dafür, dass das so schmal ist, passt das vielleicht sogar auch ganz gut. Ich rede mir das jetzt gerade schön, aber hier ist es mir nicht passiert, weil ich da halt mit dem Kopf besser drüber gehen konnte. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, mit dem Tutorial könnt ihr etwas anfangen. Ihr müsst ja nicht genau diese Bücher nehmen oder genau die Kanten so einschlagen, aber vielleicht hat es euch ein bisschen inspiriert. Noch ein letzter Satz vielleicht in eigener Sache. Sollte euch irgendwas an meinen Videos mal auffallen, was ich verbessern kann, dann sagt mir einfach Bescheid, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann auch wirklich sagt, was los ist. Ich habe kein Profi-Equipment, ich bin ein Hobbykanal, ich bekomme dafür auch kein Geld, zumindest bisher bin ich nicht monetarisiert. Das heißt, ihr guckt ein Video, was ich einfach nur so ins Netz stelle, um euch damit ins Boot zu holen oder euch gewisse Sachen zu zeigen, was ihr euch zu inspirieren. Und ich versuche da mein Bestes, um euch das schön und ansprechend zu machen, das Video. Sollte mal was sein, sagt mir Bescheid. Und ja, wie gesagt, Profi-Equipment mit einer richtig tollen Lautstärke aufnehmen oder so, das kann ich einfach nicht. Da sind die Kanäle, die jetzt wirklich Profi-Equipment haben und auch dafür bezahlt werden, für das, was sie tun, natürlich viel besser. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich danke euch, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt mir gesund. Bis dann. Alles Liebe.